damit Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem zweiten Versuch hier bei Star Wars Battlefront 2, der Classic Collection. Ich hoffe, wir haben jetzt endlich die Endcredit-Szenen drin. Ich habe jetzt extra den Streamer-Modus ausgemacht und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Und ich dachte mir, es passt nichts Besseres, als am 1. April in dieses Let's Play reinzustarten. In diese 18 Missionen sind es, glaube ich, mit Weltraummissionen. Das Einzige, was wir jetzt ausgelassen haben, ist, wie gesagt, diese Einführung auf Geonosis. Die hatten wir schon. Da ist jetzt nicht so viel passiert. Aber Maegito und die richtige Kampagne fangen wir heute nochmal an. Deswegen würde ich sagen, let's go. Im weiteren Verlauf des Krieges wurde die 501. immer öfter auf heiklere Missionen geschickt. Als wir das von Bomben zerstörte Maegito erreichten, dachte unser Jedi-Commander, wir sollten einen Droiden-Energiekollektor ausschalten. Was Ki-Adi-Mundi nicht wusste, war, dass unsere Einheit der 501. hinter einer experimentellen megitischen Energiequelle her war, die der Kanzler für seinen Superlaser brauchte. Mundi im Dunkeln zu lassen, war nicht einfach. Der Jedi war dem Kanzler gegenüber zunehmend misstrauisch geworden und war auf der Hut vor dem kleinsten Anzeichen eines Verrats. Aber wie die anderen hatte er keine Ahnung, was wirklich vor sich ging, bis es viel zu spät war. An der Stelle muss gesagt sein, zu diesem Zeitpunkt war jeder von uns noch im Unwissen. Die Sprache kriegen sie immer noch nicht hin. Neues Ziel, die Brücke überqueren und den vorderen Kommandoposten im zentralen Gebäude einnehmen. Hinweis, Sie können die Zieldetails im Spieloptionenmenü ausschalten. Das wissen wir schon. Habe ich aber gar nicht vor eigentlich. Wir müssen schauen, dass wir jetzt diesen Punkt da vorne einnehmen. Genau. Ich würde sagen, auf geht's. Vorwärts. Vorwärts. Nicht zu kurz treten hier. Warum kann ich eigentlich keine... Komisch, da kann ich es jetzt machen. Well done, man. Now we need to make some space for General Mundi to land. Take out those turrets and clear the deck. Neues Ziel, schalten Sie Partikelkanonengeschütze aus, um Platz für General Ki-Adi-Mundis Ankunft zu schaffen. Soldatenklasse wechseln, auf geht's, Commander Bakar. Oh, das war natürlich nicht so gut. Oh, der zielt direkt auf mich, was soll das denn, Alter? Neues Ziel, zerstören Sie den Generator, um den Energieschild auszuschalten. Damit bekommen wir mehr Zeit, um unsere Fahrzeuge zum Energiekollektor zu bringen. Als Ki-Adi-Mundi spielen, jawohl. Jawohl. Ach Gott, wie ich dieses Spiel liebe. Ja, die machen diese Klone, egal. Das klang nicht so gut.
Nehmen Sie den nordwestlichen Kommandoposten ein. Er dient uns als Ausgangspunkt für unseren Angriff auf den Energiekollektor. Okay. Oh. Einfach ein Marine mit rausgenommen. Alter. Schäm dich. Schäm dich, du kleiner Penner. Den nächsten gekillt von uns. Hupsi. Jetzt? Immer noch nicht, oder? Alter. Kann ja nicht sein, Mann. Bleibt doch mal in diesem scheiß Punkt. Neues Ziel. Jetzt zerstören Sie den Kern der Energiekollektors. Der Kern versorgt die Einrichtungen in der Gegend. Wenn Energie, wenn er ausfällt, wird Ihre Fähigkeit, Ruine herzustellen, stark eingeschränkt. Commander. Ich befehle es euch. Witzig, wie eigentlich alles gefühlt nur zwei Schläge braucht, um kaputt zu gehen. Zwei Magna Guards. Wir müssen eigentlich KOTOR auch noch spielen. Zum Glück. Good work. Now collect the core samples and return them to the dropship on the other side of the bridge. Now take the crystals back to the dropship. Neues Ziel. Sichern Sie sich eine Probe der Energiekristalle vom zerstörten Energiekern. Vielleicht lernen wir durch ein Studium dieser Kristalle die KUS-Technologie besser zu verstehen. KUS-Technologie. Nein! Wir sind gestorben als Ki Adimundi. Oh wow. Er ist tot. Er ist tot. Wir haben, Leute, wir haben gewonnen. Er ist tot. Ki Adimundi ist tot. Commander, ich brauche Hilfe. Wer schließt sich mir an? So, schauen wir mal, ob das in der Videosequenz kommt. Ja. Der Erfolg der Mission auf Magito war für die Männer der 501. eine Art Offenbarung. Plötzlich erkannten wir, dass die Jedi getäuscht werden konnten. Und wenn sie getäuscht werden konnten, konnten sie auch getötet werden.
111 Punkte, 35 Kills, einmal gestorben und einmal Capture the Flag. Joa, dann würde ich sagen, speichern wir. Überschreiben den alten Punkt. Okay, jawohl. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sagt schon mit V. Und ja, wir steigen dann ins Raumkampftraining ein. Nächste Folge. Bis dann, Tschüssikowski.